Ich brauche noch einen Zauberstab. Wenn das so ist, geh zu Ollivander. Dort gibt's die Besten. Lauf doch schon mal vor und warte da. Ich habe noch eine Sache zu erledigen. Geht ganz schnell. Hallo? Hallo? Ich hab gerätselt, wann Sie wohl hier auftauchen, Mr. Potter. Es kommt mir fast so vor, als war es erst gestern, dass mir Ihre Mutter und Ihr Vater Ihre ersten Zauberstäbe abgekauft haben. Hier, bitte sehr. Sie müssen ihn schwingen. Offensichtlich ein Irrtum. Möglicherweise dieser. Oh nein, oh nein, ein überdeutliches Nein. Das hat nichts zu sagen. Ich frag mich eins. Eigenartig. Wirklich eigenartig. Verzeihung. Aber was ist so eigenartig? Ich erinnere mich an jeden Zauberstab, den ich je verkauft habe. Und es trifft sich, dass der Phönix, dessen Schwanzfeder Teil ihres Zauberstabes ist, noch eine andere Feder gegeben hat. Eine. Nur eine andere. Es ist eigenartig, dass Sie nun für den hier bestimmt zu sein scheinen. Wo doch sein Bruder sie mit dieser Narbe gezeichnet hat. Und wem hat dieser Zauberstab gehört? Keiner von uns sagt jemals seinen Namen. Der Zauberstab sucht sich den Zauberer, Mr. Potter. Wie, ist nicht immer klar. Aber eines ist ganz klar. Nämlich, dass wir Großes von ihnen erwarten dürfen. Aber schließlich hat er, dessen Name nicht genannt werden darf, auch Großes getan. Grauenvolles. Ja, aber Großes. Harry, Harry, alles Gute zum Geburtstag.